Ja, willkommen heute zur ja, wahrscheinlich letzten Folge von Path of Exile im Rahmen der Atlas of World und beziehungsweise der Essence League, weil in wenigen Tagen beginnt ja dann die neue League, beziehungsweise die heutige Essence League wird wahrscheinlich in circa ja, 9 Stunden voraussichtlich enden. Und ja, ich bewege mich jetzt weiter zum Ende Richtung Akt 3 und werde jetzt erstmal General Gravisius gegenübertreten und ja, dann weiter in den Gärten nach der Pflaume suchen, die Captain Fargreif dann von seinem merkwürdigen Zwischenzustand irgendwie befreien soll, damit er wiedergeboren werden kann. Und danach geht es weiter Richtung ja, Hand of God oder so, also jedenfalls zu diesem großen Tower, wo Malakai dann wartet und wo ich ihn dann das erste Mal besiegen muss. Mal schauen, dass ich das wenigstens heute jetzt in der Folge noch fertig bekomme und mal sehen, ob danach noch Zeit bleibt, ein bisschen im Akt 4 rumzulaufen. Auch wenn ich nicht ganz denke, dass ich das dann noch in dieser Serie abschließen werde, aber ab nächste Woche werde ich dann in der neuen League anfangen und hoffentlich länger dranbleiben, einfach um zu schauen, ja, zum einen natürlich, was die Challenges beim nächsten Mal sind und mir die Erweiterung anschauen, die mit dem nächsten Content-Update dann verbunden ist. Also, auf ins Spiel. Gleich zwei Essenzen direkt nebeneinander und beide Content. Mal gucken, ob ich mich da mit allen beiden zusammen anlegen kann, einfach weil es Spaß macht. Zwei klopft mir auf den Kopfgeister. Ha, daneben. Oh, getroffen. Weg. Also einen müsste ich doch schon erledigt haben. Ah, nee, das heißt, der eine ist der gelbe und das andere ist der orange, der die Essenzen in sich trägt. Jetzt hat er sich beide nochmal in Ghost verwandelt. Auch gut. Aber zumindest ist der andere Geist dabei nicht wiederbelebt worden. Also, zweimal Contempt, auch wenn die nicht neu war. Und dann, hallo Gravisius. Da ist er schon. Werde ich mir jetzt erstmal ein paar von den seinen Elite Guards beseitigen, bevor ich mich dann tatsächlich mit ihm anlege. Einfach damit er nicht so viel Fußvolk hat, das ihn beschützt. Und ja, er ist noch nicht treffbar, aber so sieht es. Ja, komm ja schon. So, sein Schild ist gleich weg. Und mit den aktuellen Resistenzen, die ja alle auf Maximum sind von 75%, komme ich da auch ganz gut auch mit dem Feuer zurecht. So, und Gravisius, this land might just start healing itself. Genau. So, gleich noch eine Essenz abstauben. Und es ist schon wieder die gleiche. Haben sie jetzt irgendwie in den letzten Tagen oder Stunden, die das noch läuft, irgendwie das Vorkommen von Essenzen dramatisch erhöht? Mal gucken, ob das tatsächlich in dem Umfang bleibt, dass jetzt allein schon in einem Level drei Essenzen hier dabei sind. So, dann jetzt erstmal den Übergang suchen zu ja, den Gärten, damit ich da später weitermachen kann. Und das andere ist, glaube ich, der Tempel. Da, wo sich dann Piety aufhält.
Weil sie hat ja noch den Schlüssel, damit ich dann überhaupt in diesen großen Turm reinkomme. Da geht es Richtung Piety. Das ist zumindest der Lunaris-Tempel, der auch nur noch zwei Ebenen hat. Der hatte früher drei. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo da an welcher Stelle nochmal der Wegpunkt ist. Also ob ich es schnell genug bis zum Wegpunkt schaffe, dann wieder hierher zurückkehren kann und dann nochmal in den Garten von hier aus starte, ohne dass das sich schon zurückgesetzt hat. Und ich dann Piety erledigen kann, danach die Bibliothek fertig mache und mich dann in den Turm begebe. Soweit mal der Plan. Mal gucken, wie weit sich das alles so ohne weiteres umsetzen lässt. Deshalb jetzt erstmal dann nach oben, weil ich gehe davon aus, dann ist es sogar noch eine Ebene tiefer hier unten. Also ziemlich dicht am Wegpunkt, wo es in die Gärten geht. So, das heißt, hier in der ersten Ebene müsste mich jetzt eben dieser Botus-Verschnitt irgendwo erwarten und dort in der Nähe sollte dann auch ja, der Wegpunkt sein, wo es dann auch runter geht. Vorwärts, vorwärts. Hier müsste dann jetzt gleich... Achso, der rote müsste eigentlich auch noch auftauchen. Dann mal schauen, wo tatsächlich... Genau, da ist er nämlich schon. Wo sich Protoss abgesetzt hat. Das sieht so nach der Ecke aus, wo eigentlich dieser Protoss-Verschnitt rumrennt. Oder rumrennen müsste. Ja, da ist er. Also tatsächlich zwei... von diesen kleinen Bossen, die vorher eben zwei unterschiedliche Stockwerke geteilt haben, aber einfach mit der Überarbeitung und dem Einführen des vierten Aktes haben sie auch ja, die ganzen Laufwege und die ganzen Level ein bisschen gekürzt, einfach damit man da stringenter durchkommt und nicht ganz so viele Laufwege hat. Aber Cole ist auch gleich hinüber. Gut, was Nettes hat er nicht liegen lassen, nur Krimskrams. Also dann gleich mal jetzt nach dem Wegpunkt suchen, der hier irgendwo sein müsste. Ah ja, okay, also da ist jetzt der Wegpunkt. Direkt eben neben der nächsten Tempelebene. Und deswegen kann ich jetzt erstmal zurückgehen zu den Ebony Barracks. Und ja, suche jetzt von hier aus den Zugang eben zu den Gärten. Und kann von den Gärten dann auch gleich weiter starten Richtung Bibliothek, genau die Imperial Gardens. So, jetzt gilt es hier eben den Wegpunkt zu aktivieren, die Pflaume in den, ja, in den zweiten Teil der Gärten zu holen und danach die Bibliothek noch auszuräumen, wo es ja auch noch ein tieferes Level gibt. Normalerweise der Wegpunkt ist hier direkt in der Mitte, da ist er schon. Brauche ich jetzt auch noch nicht, weil ich habe jetzt noch genug Platz, Sachen einzusammeln und die Belohnung kann ich mir später holen. Sondern gleich weiter. Ah ja, genau, und ein so ein Stachel-Schießvieh ist hier dann der Zwischenboss, der auch schon da ist. Weil der hat nämlich so schön nett drauf, mich mit Frostsachen zu verlangsamen. Was natürlich für meine schnellen Bogenfähigkeit sehr schädlich ist, wenn ich den nicht schnell angreifen kann. Aber gut, damit ist er schon erledigt. Hat mir noch einen netten Gürtel hinterlassen für Energy Shield. Kann ich mal mitnehmen. Hallo Vagan! Wenn du hier keinen Eingang hast, dann willst du mir wahrscheinlich wieder eins auf die Nuss geben. Ach ja, so ein kleiner Zweikampf zwischendurch
Aber erstmal Platz schaffen, damit mich nicht noch irgendwelche Viecher drumherum anfallen. Weil es wird schon so anstrengend genug werden. Ja, es sind blaue, deswegen brauchen die etwas länger, bis ich sie erledigt habe. Aber immerhin kann ich ihren Aushol-Spuck-Dingsbums unterbrechen. So, dass sie dann zumindest nicht zum Zug kommen. So, hier nochmal. Ein bisschen Platz schaffen. Hey, eine neue Karte. 5x Currency. The house always wins. So, da drüben ist schon der Turm, den ich dann... Ja, wo ich halt noch den Schlüssel von Piety brauche. Lock Door, genau. Also, jetzt erstmal kleines Duell mit Vagan. Ach nee, Moment, Vagan, bist du... Even more full of yourself than last time I see. Are you game? Ja, einmal habe ich dich ja schon besiegt, also auf zum zweiten Mal. Na. Naja, zumindest heilt er sich noch nicht. Und wenn er das auch schön bleiben lässt, dann war's das für ihn. Now here I was going on about your inflated head. But it was my head that got shrunk faster than a pair of testicles in an ice bath. Speaking of sharing the love, come see me on your next jaunt into the Sarnen Cabinet. I reckon we've got some talking to do. Ja, jetzt ist er auch Level 2. Jawohl, da oben ist der Übergang. The Hedge Maze. So, her mit der Pflaume. Ah, hier ist das fünfte Ascendancy, also doch nicht im Akt 4. Ach, der schon wieder. Na gut, dann bekommst du gleich noch eins auf die Mütze. So, quatsch nicht so lange rum. Sondern lass uns anfangen. Kleines Arschloch. Ha. I think it's time I stop letting you win. Ja, ja, von wegen. Oh, da ist der große Wurm. Wieso ist denn der große Wurm hier hinten? Weg hier. Der müsste doch eigentlich bei der Pflaume sein. Oder ist die Pflaume diesmal weiter unten? Wumm, wumm. Ein Silbercoin, cool. Also wo ist jetzt dieser... Okay, der eine ist jetzt auch gleich weg. Die sind aber flott. Steht gar nichts, dass die so schnell sind. Also Colossal Mana Flask. Ah, da ist der Dingsbumswurm. Ja, solange der nicht abtaucht, kann ich ihn natürlich schön angreifen an der Stelle. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Vor allem, wenn er mich nicht trifft. Huh, das war ja, hat ja gut geklappt. Können wir schon mal die neue Mana-Flaschen zusammenstellen und einen neuen Skillpoint verteilen. Da geht es weiter hier oben
Projektil Damage, damit ich dann endlich zu meiner Mana-Regeneration komme. Und danach natürlich den, also 1, 2, 3, 4 Level bis zu dem da. Okay. Und da wartet meine Pflaume. Noch ein goldener Steinhaufen. Ja, deswegen mag ich die erste Schwierigkeitsstufe so. Sie ist nicht so frustrierend, man stirbt nicht alle 10 Sekunden. Zumindest schaffe ich es zumindest im schwierigsten Schwierigkeitsgrad, das auf jeden Fall nicht durchzuhalten. Gerade so mit Endbossen. Aber mal schauen, wie sich das nach und nach entwickelt. Beziehungsweise dann im nächsten Content-Update. Also, damit ist schon mal die Pflaume gesichert. Und ja, dann weiter. Jetzt gibt es natürlich noch das Labyrinth zu finden. Also, hey, da ist sie ja schon. Oh. Na, das wird ja spannend. Also. A leader cannot simply stride forward into the future and expect his people to be able to follow. To ensure that his people are still with him. To ensure that he has not become lost. Also. Er schießt mich nicht gleich. Also hier spuckt alle diagonal. Das passt natürlich hier. So, also immer in den trapezförmigen Stellen kann ich zumindest weiterlaufen. Oh Moment, der schießt dort rein. Ha. Wo kommt denn das Gas her? Das heißt, die Dinger sind... Gibt noch Gas aus. Hey, da bin ich schon. Okay, dann muss ich bloß noch auf das Ding zulaufen. Wahrscheinlich ist hier noch irgendwo ein... Oh. Ja, jetzt bin ich vergiftet worden. Gut, dann... Cool. Enter the Labyrinth. Ja, nicht auf dem Frost stehen bleiben, sonst kann ich zu langsam angreifen. Killing 50 Monsters with Essences. Hey, ich habe wenigstens eine Challenge vervollständigt. Ah ne, den Encounter habe ich auch schon vervollständigt. Aber ja, ich hätte 12 vervollständigen müssen, um eine von diesen netten Mikrotransactions zu bekommen. Aber gut. Immerhin ein zweiter Challenge vervollständigt noch. Genau, in der Bibliothek unten, da muss ich ja dann irgendwelche Papierfetzen suchen. Für den netten wandelnden Geistbibliothekar, der hier auch irgendwo rumschwirrt. So, auf der Stufe müsste eigentlich auch so ein Skelettbeast als Zwischenboss fungieren. Das heißt, davon gibt es dann noch eine größere Variante als der, der hier gerade rumgesprungen ist. Aber mal gucken, wo der wieder steckt. Hier unten sollte jetzt jedenfalls gleich der Bibliothekar auftauchen. Weil der ist immer so in der Mitte oder im Übergang vom Eingangsbereich zum hinteren Bibliotheksbereich. Wo dann letztlich auch der Wegpunkt wieder ist. Ja, das ist der Übergang. Dann ist da hinten jetzt die... Ne, da ist er nicht. Okay. Also, eins drunter ist der Wegpunkt. Juhu, Library complete. Hallo, Ziosa. Please, do not be alarmed. I am neither monster nor murderer, though that is the duality of existence that defines Sun these days. An ancient song and a momentary lapse in judgment that I've had more than enough time to regret. So, also auf
die vier Seiten zu finden und in die Archive abzusteigen. Da ist, glaube ich, der Große. Genau. Tyrannusus Maximus. Nicht beißen. Ey. So. Da ist die Candle, um das Archiv zu öffnen. Over here, Exile. Tora, hier unten. Na dann. There's some creatures out there that aren't killing each other fast enough. We need to give them a helping hand. Na, das kann ja lustig werden, wenn jetzt hier noch zig verschiedene Viecher rumrennen. Die dann... Ah, das ist schon der Prime-Boss. Triaton Electrus Prime. Gut, dann habe ich den Boss zumindest gleich erledigt. Dann kann es wieder etwas ungefährlicher werden. Weil ich mir dann keine Wirbelstürme mehr hinterherfliegen. Oh, Bären. Na, immerhin sind die normalerweise nicht so schnell. Das heißt, ich kann gut auf Abstand bleiben. Uhr. Naja, das ist ja auch überschaubar. So, die ersten vier sind erledigt. Da kommen die nächsten. Sind ja fast alle hier unten an einer Stelle. 8, 9, 10. Da muss er sich auf jeden Fall nicht weit teleportieren, wenn das jetzt gleich alles war. Ja, nicht in die Falle laufen. Oder nicht in die Enge treiben lassen. So, einer fehlt noch. Und? Da ist er. Genau. Dieses Mal habe ich den Monsterboss gefunden. Weil die anderen waren alle blau. Und der ist einer von den selteneren. Aber, upp, der kann Spinnen rufen? Was ist das denn? Oh. Ein Rieseninfested Beast, wo kommt der denn her? Das heißt, der hat sozusagen eine zweite, nachdem ich ihm das Fell abgezogen habe, lebt er immer noch weiter. Vorher waren es... Unglaublich. Vorher waren es 13 und plötzlich sind es 14, die ich killen muss. Auf jeden Fall interessante Wendungen. Da haben sie ein bisschen dran geschraubt. An den Missionen. Sehr schön. You're a real knack for slaughter. No doubt about it. Jetzt habe ich sie auf jeden Fall auf Level 3 und damit auch die Möglichkeit, endlich ein Hideout anzufangen. Aber erstmal hier die Runde fertig machen. So, Golden Page Nummer 1. Hopp! Ein Exile. Ein Huge Exile. Was es nicht alles so für Überraschungen hier unten gibt. Chaos-Resistant, wie super. Ja, da, den muss ich jetzt unbedingt austauschen, weil Chaos-Resistant habe ich bisher eben 0 und das ist das, und noch 3 Lebensregenerationen. Dann leider Cold-Resistant, bye-bye. Ach, der hat sogar noch mehr Cold-Resistant als der andere. Aber dafür ist die Lightning-Resistant dann noch weiter runter. Das heißt, da könnte ich auf jeden Fall noch was gebrauchen. Aber das kommt dann später. You are the true spirit of Makor, the shark. Have this, Makor. There is nothing else.
Mal sehen, ob mir das hilft. So, zurück in die... Achso, ich habe eigentlich ein Portal geöffnet. Oh nein, mein Portal ist schon weg. Ich muss nochmal erneut in die Bibliothek runter. Ach, verdammt. Ja, das war jetzt nur ein 5- oder 8-Minuten-Ding. Und nach 8 Minuten ist das Ding bereits ausgelaufen. So, leider hat das Ganze zu lange gedauert. Deswegen muss ich jetzt nochmal ins Archiv runter. Hey, eine neue Essenz. Ich glaube, Daubt hatte ich noch nicht. Mal schauen. Oh, Spinnen über Spinnen. Puh. Auf jeden Fall eine ganze Menge und alle irgendwie mit Viper und Flickerstrike. Super. Oh, gleich die nächsten. Naja, wenigstens eine neue Essenz dabei. Komm schon. Okay. Essence of Doubt. Mal gucken, was hast du? Accuracy und Evasion Rating. Na gut. Na, falsche Richtung. Tja, einmal umgedreht. Das heißt, der Eingang liegt jetzt auf der anderen Seite und das heißt, der Durchgang nach unten liegt dann hinter Siosa. Im Gegensatz zu der Seite, wo ich vorher hereingekommen bin, wo es genau andersrum war. Ha, gleich noch ein Skolar. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie von der Region abhängig, wo man sich gerade aufhält, welche Karten dort zumindest wahrscheinlicher sind oder häufiger auftreten. Also auf das zweite Mal hier die goldenen Karten zu suchen. So, mal gucken, wann der Sturmi wieder auftaucht. Weil der wird bestimmt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ja. Juhu, next level. Oh, ne, das ist bloß ein Schrein. Oh, ein Geschwindigkeitsschrein. Dann geht's jetzt aber flott weiter. Gleich. Tock, 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 tock. So muss das sein. Und da ist Stormy. Komm, Stormy, dich erledige ich gerne. Mit Super Speed. Noch ein Silvercoin. So, da unten die nächste Page. Ja, zwei fehlen noch. So, Nummer 3. Sind ja alle recht kompakt hier unten. Und Nummer 4. Und bist du auch gleich daneben? Ja. Gut, das sind wahrscheinlich dann auch schon ja, die letzten beiden Monster hier unten. Dann ist das Ganze doch recht übersichtlich. Hey, mal einen neuen Bogen mit 3 Grünen. Wenn der jetzt noch was Gutes im Petto hat. Bis 100. 40% Increased Critical Strike Chance. 2 bis 4 Physical Damage. Okay, gegenüber 8 bis 12. Kein Dings. Mana Gain on Kill. Increased Projectile Speed, also was habe ich hier jetzt drin? Rain of Errors, das ist der 315, also 330 DPS und mit dir 372, sehr schön. Und dann kann ich den Split Arrow später noch mit einem weiteren Element verbinden. Noch besser wäre es natürlich erstmal... Na, ich lasse die Faster Attacks mal drin und mache aber den Cold Damage mit rein. Das heißt 372, 364 und Mana-Kosten von 9 auf 11. Das ist überschaubar. Das gefällt mir sehr gut. Da hat es sich echt gelohnt, dass ich hier nochmal eine zweite Runde gemacht habe.
So, mein Lieber, ich habe dir ein paar Überraschungen mitgebracht. Bitte sehr. By the ancestors, it's good to see fresh words in front of me. In return, allow me to give you this. A little practical wisdom to improve your lot. Ja, complete this normal quest, a feature of fate. So, Life Lead, Pierce Support, Fork Support, Fortify Support, Melee Physical Damage, Hypothermia gegenüber Schild Enemies. 51% Chance to gain a frenzied charge on killing a frozen enemy. Das klingt ja gut. Dann brauche ich den Frenzy Charge nicht mehr extra zu benutzen. Dann kann ich den Frenzy Charge direkt hier benutzen, mit dem Cold Damage. Ja, das wäre ja genial. Dann bräuchte ich jetzt natürlich noch ein 4. Wobei die Bogen, ja doch, die müssten eigentlich bis zu 6 zulassen. Und Poison Support. Increase Damage with Poison. Supported Skills Poison Enemies on Hit. Okay. Oh, wieder schwierige Entscheidung. So, das Poison Support, das habe ich schon. Das werde ich jetzt erstmal noch nicht benutzen. Dann werde ich mir mal den Life Leech noch dazu holen, weil ich denke, das sollte bald ziemlich wichtig sein, dass ich mit meinen Angriffen direkt Leben bekomme und wer weiß, wann ich wieder so ein Gem bekomme. Soweit erstmal die Geschichte mit Ziosa. So, bevor ich jetzt weiter die Pflaume wegbringe, eben hier den nächsten Punkt vergeben. Und zwar Increase Attack Speed, Dexterity und ich weiß gar nicht, ob ich aktuell überhaupt ein Movement Penalty habe. Mal schauen, müsste irgendwo Movement Speed Modifier aktuell plus 5. Okay, also mal sehen, inwieweit sich die Movement Speed hier verändert, wenn ich jetzt den dazu nehme. Und vor allen Dingen, also von 463 auf 498. Ja, Speed Modifier ist zumindest um 3% gestiegen. Also einen kleinen Effekt hat das auf jeden Fall auch schon. Und jetzt noch 2 Level, dann bekomme ich endlich meine Mana Regeneration deutlich gesteigert. Mal gucken, wie viel habe ich denn aktuell? 4,9. Da bin ich mal gespannt, wie hoch die dann steigt. Hallo, Fargrace. Ich bin zurück und habe dir was zum Essen mitgebracht. Komm, lasst mich in Ruhe. Ich habe hier nur was abzugeben. Look at the sheen on that. Now, before I get too carried away, there's the small matter of your recompense. Genau, bevor du einfach verschwindest, complete this normal quest. Okay, schön. Gib mir gefälligst noch was. Naja, das lohnt sich alles jetzt nicht so sehr. Aber dann nehme ich mal den Mana-Ring mit. A toast to swift endings and promising new beginnings. The No, it's gone out. What am I? What are you? You cannot be. I will not. Tja, war wohl nicht alles so, wie er es erwartet hat. So, nächster Stopp, Piety. Aber erst noch ein Hideout gründen. Every predator needs a den. Somewhere to rest and heal. Somewhere to avoid becoming prey yourself. I've got somewhere in mind just like that. A place of safety for both of us. Want to see it? Jawohl!
Always on the lookout for something better, huh? That's a survivor's attitude, that is. Ha, erstmal ein schönes Plätzchen im Grün zum Ausruhen. Aber ja, erstmal gibt's keinen anderen. Now this is what I call a lair. Not all hunters are created equal. So, du hast doch. It's here that I fletch the swiftest of arrows, craft the surest of bows. You're a hunter, aren't you? Genau, damit bekomme ich nämlich das erste Werkzeug. Komm mal ein bisschen näher zu mir. Und das Bowmaker-Tool schon mal aufgestellt. Ja, hier kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was dann anpassen und mir noch ein paar Vorteile holen, was ich vor allen Dingen später brauche. Okay, die Resistance auf jeden Fall sind dann sehr hilfreich, aber darüber hinaus brauche ich später vor allen Dingen Chaos Protection. Piety, you've so much to answer for. Ja, und ich werde jetzt gleich die Antworten suchen bzw. bekommen. Einmal zu Piety und dann steht nicht mehr viel vor dem Abschluss des dritten Aktes. Nur noch den Turm durchlaufen. Ach, da ist schon der Crack, Spine Crack, der noch zusätzliche Zwischenmonster neben Piety hier im zweiten Level. Okay, damit bin ich schon auf jeden Fall ziemlich dicht dran, weil es geht dann jetzt gleich nur noch ein bisschen die Treppe hoch. So, da ist jetzt also das Tor zu Pietys Gemächern, die auf jeden Fall ziemlich gut bewacht sind. Sind gar nicht so viele diesmal. Oh, dafür kommen da noch ein paar Otherworldy. Aber kein Problem. Und jetzt, Piety, nimm dich in Acht. I have pursued a greater existence for us. What have you ever done but serve yourself? Oh, das geht ja flott. Ah, wo steckt sie denn jetzt schon wieder? Ah ja, okay, jetzt hat sie sich in den Eisschützen verwandelt. Und ist jetzt etwas benommen. Schon wieder. Ein paar von den Portalen kaputt machen. Ah, jetzt hat sich darüber gebeamt. Auf jeden Fall ist es praktisch, dass jetzt inzwischen so viele Mobs hier auftauchen. Einfach um die eigenen Flaschen immer wieder gut auffüllen zu können. Wo ist er denn jetzt dahin? Jetzt will sie gleich da rein. Ach, verdammt. Genau, der Nahkämpfer ist mir auf jeden Fall gefährlicher als der mit den Bogen. So. Der Tower Key. Ja, jetzt geht es erstmal wieder nach Hause. Und bevor ich da jetzt ewig rumlaufe, nehme ich die Abkürzung durch ein Portal. Also, freut ihr euch? Piety ist erledigt. Wherever he is, I'm sure Tommen knows what you've done. Thank you.
Piety dies amongst her abominations, her warped dream taunting her, maddeningly out of reach. Here, the executioner needs recompense. Jo, noch zwei Passive Skill Points. Unfortunately, Piety was simply a puppet of a greater force. You've cut the strings, but the master remains. Dominus. Go with care, Exile. I can't imagine what's inside that tower if even Piety and Dominus feared to tread its steps. Ja, jetzt, also Dominus war das und der Tower heißt Scepter of God. So, bevor es jetzt eben in das Scepter of God geht, werde ich mal noch meinen Passive Skill Book vervollständigen, also beziehungsweise einsetzen und hier ja meine Mana-Regeneration etwas anschieben. Also mal gucken, wie viel es dann jetzt ausmacht. Im Moment 4,9. Jetzt erstmal Mana Increase und dann natürlich 20 Intelligence dazu und mehr Mana und Regeneration Rate. Okay, 9,1. Also fast verdoppelt. Und hier auch deutlich mehr Mana zur Verfügung. Sehr schön. Gut, also rein. Und Dominus erledigt. Why do we insist on building mountains? Why not just go and climb them? So, jetzt habe ich einige Stockwerke vor mir, bis ich dann erstmal zum Wegpunkt komme und dann eben zu Dominus. Mal gucken, ob meine Resistenzen soweit passen und ob ich es in der Schwierigkeit sogar auf jeden Fall schaffe, ihn das erste Mal zu besiegen, ohne dabei drauf zu gehen. Ja, insgesamt sollten mir zwei Zwischenbosse begegnen. Einmal ein so ein Pfeilschießer, der ja auch ziemlich flott unterwegs ist, was diese Pfeile angeht. Und vor allen Dingen dann die Fähigkeit hat, seine anderen Gefallenen zu konsumieren und dadurch sein Leben zu regenerieren. Und der zweite ist letztlich einer von diesen Undyings, der dann auch ganz ordentlich kämpfen kann. Genau, da ist schon der erste Boss, der ja, mit diesen netten Blitzkugeln aufwartet, oder vielmehr Fallen, die er dann immer da hinschmeißt, und wenn ich die auslöse, ich dann etwas gefährdeter bin. Aber ich kann zumindest mit den Rain of Arrows kann ich, glaube ich, normalerweise die Fallen kaputt machen. Aber dieses Mal habe ich ihn schon erledigt. Aber natürlich sind immer noch Fallen da. Ja. Jawohl. So, das heißt, ich kann mir jetzt auch gleich noch meinen Angriffsbonus dazu holen. So, mehr Cold Damage. Mal gucken. 498. 521 und Frenzy 494. So, mal gucken, wie viel der jetzt nochmal in der Angriffsstärke bringt, weil immerhin 20% dort zweimal drauf. 521. 576. Uhu. Auf der Ebene sollte jetzt auf jeden Fall auch der Wegpunkt sein. Da sind jetzt auch noch, mal gucken, was sie für einen Bonus haben. Legacy of Seal. Da ist der Wegpunkt. Und diagonal gegenüber sollte dann jetzt hier auch der Übergang sein. Und da weiter oben werden dann die einzelnen Level oder die Turmebenen auch ein bisschen schmaler. Dann muss ich da auch nicht mehr allzu viel rumlaufen. So, hier noch eine Ebene höher war eigentlich die Stelle, wo man das erste Mal, wenn man hier ankommt, die Skion befreit.
Okay, da ist schon der Konsumfritze, der hier schon fleißig alles einsammelt. Zumindest ist es ganz praktisch, weil er hebt sich die einzelnen Leichen nicht auf, sondern konsumiert die eigentlich sofort. Was für ihn dann letztlich von Nachteil ist, weil er dann natürlich später keine mehr hat. Oh, ein Crimson-Juwel. Bin ich ja gleich mal nachschauen, was mir das noch bringt. Und dann kann ich nämlich als nächstes auch einen Slot freischalten, wenn der zumindest sinnvoll ist. Quality. Okay, jetzt geht es eigentlich nur noch ein kleines Stück nach oben. Okay, aber erstmal nachschauen, was der Crimson Juwel hat. Okay, Fire Damage, 10% Globals, 3 Critical. Okay, das klingt jetzt nicht so wichtig. Oh, eine Side Area. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eigentlich die erste ist. Ich glaube nicht. Ich habe, glaube ich, am Anfang ein paar Videos gehabt, wo auch welche drin waren. 20% Increased Quantity of Items und Monster Gain 1 Power Charge. Na dann, habe ich noch gerade nochmal eine Seiten-Area für euch. Also mal schauen, welche das hier ist. Und wie gefährlich hier vor allen Dingen der Bossgegner ist. Okay, da ist der Boss für die Area. Mal gucken, aktuell sind es noch zwei Monster remain. Das heißt, jetzt ist nur noch der Boss übrig. Aber wie wild war er? Ah, okay, da. Okay, einer von den schnelleren. Aber im Moment noch handhabbar, weil er noch nicht durchdreht. Aber ich glaube, der hat dann, wenn er eine Hälfte Leben hat, dreht er, glaube ich, ein bisschen mehr am Rad. Ha. Juhu, einen der Wahlbosse gekillt. Das war's schon. Jetzt natürlich noch den Wahlhammer mitnehmen. Zurück über das nette Portal. Okay, noch eine Essenz. Langsam sollte es doch eigentlich fertig sein. Moment, welche Essenz? Renant of Corruption. Okay, die kenne ich, glaube ich, schon. Nein, die kenne ich nicht. Wieder eine neue Essenz. Eine, die mir direkt Leben entzieht. Zumindest, wenn er mir direkt neben mir steht. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Und vor allem hat er auch noch Lebensregeneration. Super. Wenn ich den nicht oft genug kritisch treffe, dann wird der schon echt schwierig. Boah. Ich habe nur noch einmal Leben aufladen. Ey, das kann aber nicht wahr sein. Na komm. Jetzt trifft ihn doch gefälligst. Oh. Oh. Na super. Okay. Das heißt, die Essenzen werden auf jeden Fall schwieriger, weil sie dann mehrere Ebenen haben und plötzlich die Viecher am Ende bleiben und nicht während des Kampfes schon da sind. Okay. Okay, her mit meiner Essenz. Korrupte Essenz trapping a monster, modifying them unpredictably. Okay, das heißt, damit kann ich Essenzen oder ein Monster, das eingesperrt ist, nochmal verändern. Wow. Naja, die Corruption ist halt überall.
So, das ist jetzt auf jeden Fall die Ebene, die zu Dominus führt. Ja, hier war der Käfig, wo ich ursprünglich mal die Zion befreit habe, als ich das erste Mal an der Stelle war. Leider lässt sich das ja nicht mehr wiederholen. So, und da geht's zu Dominus. Also, auf in den Abschlusskampf für den dritten Akt und den sicheren Fluchtpunkt setzen. Ich habe es ja erst mal mit den drei Typen zu tun. Aber erstmal, ich fange an zu reden. So, jetzt einen nach dem anderen ausschalten. So, das ist der erste. Ich auf jeden Fall nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen muss. So, Nummer 1 erledigt. So, Nummer 2. Na, hast du mich schon aktiviert? Oh ja. So, hier hinten in Stellung gehen. Aber leider kann ich den Rain of Arrows nicht nutzen, solange ich nicht ein bisschen Blickverbindung habe. Aber so ist der auch hinüber. Und jetzt fehlt bloß noch die Magierin. Die zwar mit ihren blöden Blitzteilen da recht umständlich ist, aber dafür hat sie, ist sie leichter zu besiegen. So, jetzt kommen die nächsten drei. So, Spikey ist schon weg. Da kommt schon der die eine mit der Peitsche und das jetzt die mit den So. Jetzt fehlt noch einer, bevor ich dann gegen Dominus selber kämpfe, zumindest in seiner ersten Form. Und so, da hinten ist er. Der hat auch wieder so einen Blutkorruption dabei. Aber mit den aktuellen... Ja. So, das ist jetzt, dass die Viecher um mich herum explodieren. Deswegen sollten in der Zeit dann keine an mich rankommen. Im Moment sind meine Flaschen alle voll, deswegen muss ich jetzt keine... Muss ich bloß mal gucken, wo der Typ jetzt rumhängt. Damit ich den auch mal ein bisschen erwische. Wo steckst du, Dominus? Versteckst dich noch? Okay, da ist er. Das, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Ja, da ist jetzt wieder das mit dem Explodieren. Aufgrund der Resistenzen mit dem Lightning bin ich jetzt zumindest noch nicht so stark gefährdet durch seine Blitzangriffe. Aber wenn mich seine Frostteile da verlangsamen, dann ist es natürlich schon ziemlich gefährlich. Aber sieht schon mal ganz gut aus. So, nicht auf dem Blitz stehen bleiben, sonst bin ich noch so weit geschwächt. So, jetzt nicht die neben mir explodieren lassen. Ha. Hat nicht geklappt, Dominus. Nix gibt's. Keine explodierende Kreaturen. Gleich kommt dann der Wechsel.
Da wird es dann schwierig, mit dem Blutregen umzugehen, weil ich dann immer in seine Nähe gehen muss, damit mir der Blutregen nichts anhaben kann. Okay, jetzt wechselt er. Deswegen am besten nicht zu weit weglaufen, damit ich immer schnell unter seine Käseglocke laufen kann. Aber natürlich aufpassen, dass ich hier nicht zu viele Bots ansammeln. So, und jetzt rein da. Und dann wird nämlich das Ganze wieder aufgehoben. Das habe ich am Anfang immer nie verstanden und habe nie verstanden, wie es eigentlich funktionieren soll, diesen komischen Regen zu überleben. Aber ja, so, hier muss ich aufpassen, dass eben diese anderen nicht zu viele werden, aber solange die ausreichend kommen, habe ich auf jeden Fall auch genug Möglichkeiten, meine Flaschen immer wieder aufzufüllen, so ich sie dann brauche. Im Moment erste Schwierigkeitsstufe noch relativ entspannt. Später wird das um einiges schwieriger. So, jetzt hat er mich auf jeden Fall verwundet gehabt, aber zum Glück dauert da die Verletzung nicht so lange, also diese Blutkorruption. Hey, er ist schon recht weit runter. Aber natürlich nicht nachlassen. Okay, nächster Blutregen. Und noch ein paar Treffer. Und jawohl. Some of us live to regret our mistakes. Some of us don't. Try not to take it personally. Hallo, Lady Diala. You have mounted the summit of the Empire, not a cockroach. You have crushed the Bug Emperor and wiped his maggot dreams from the skin of Raycloft. Dive headlong into the nightmare sea. Catch and roast yourself a nice big fishy. So, über das Aquädukt geht es dann zu Akt 4. Aber jetzt geht es erstmal zurück. Beziehungsweise ich gehe erstmal über das Aquädukt und aktiviere mir dort den Wegpunkt für den vierten Akt. Weil sonst muss ich da durch den halben Tower wieder langlaufen. So habe ich hier gleich den Wegpunkt und gehe von da aus. Aktuell fehlt mir hier noch das Lord-Labyrinth, was ich letztlich hier vom Zahn-Enkepent irgendwie angehen soll. Da mal schauen, wo jetzt darüber eigentlich der Zugang oder wo der Zugang stattfindet. Ah, okay, also von hier oben komme ich dann in das Labyrinth oder in die Ascendancy. Mal schauen, was mich hier jetzt genau erwartet. Ja, genau, da ist er auch schon. Wäre blöd gewesen, das alles von der anderen Seite anzufangen. Aber gut. 3 unique Items. Und ich setze mein Leben aufs Spiel. Und zwar nicht gerade wenig. Mal sehen, was passiert, falls ich sterben sollte. Wahrscheinlich kann ich dann in diesem Ding wiedergeboren werden. Also, auf geht's. Okay. Moment, vielleicht kann ich den ja irgendwo hinlocken, wo er dann selber durch irgendwelche Fallen gekillt wird. Also 2 habe ich jetzt schon mal an der Backe. Solange die nicht durchdrehen, sollte das alles nicht so schlimm werden. Genau, komm, lasst euch schnetzeln. Ja. In der Hinsicht können die Fallen dann natürlich recht hilfreich sein.
Zeit. Ich muss nur lang genug ausweichen und schauen, dass die hier geschnetzelt werden. Jawohl, Nummer 1 ist erledigt. So, und die Morga, die sollte ich selber hinbekommen. Sehr schön. Okay. Lass mir das Zeug erstmal liegen. Weil es warten schließlich noch ein paar Unix auf mich. So, einer ist jetzt noch da. Okay, das ist noch so eine Magier-Tante. Aber die ist auch schon ganz gut erledigt. Sehr schön. Hey, es ist schon offen. Moonstone Ring. Suddenwelt, Virdan Juwel. Ja, super Sachen. So, das heißt aber, ich muss jetzt hier ein bisschen was loswerden. Also erstmal das Crimson Juwel natürlich. Dann Agatha Amulett. Boah, Strange und Intelligent. Noch ein Crimson Juwel. Tja, leider kann ich die ganzen Dinger jetzt nicht mehr mitnehmen. Und werde wahrscheinlich noch auf einige mehr verzichten müssen. Okay, da ist nämlich der andere. Aspirants Trail. Okay, ich bin echt schon auf dem Weg zum Ende. Okay, eine Tür. Oh, ich habe Zugang zu meiner eigenen Stash. Na, das ist ja genial. Okay, dann lade ich jetzt erstmal das ganze Zeug da ab. Okay, die verschwindet nicht. Das heißt, das ist eher... Was ist das? Failure is an illusion. Izaro. Was bedeutet denn dieses Ding da? Conduct of Flame, Conduct of Frost. Das heißt, es geht gar nicht darum, den zu besiegen, sondern den da. Ich verstehe es nicht. Resist Elemental, Resist Chaos. Irgendein Bonus gewähren die mir nicht, oder? Grants Isoro Extra Damage, while active. Ah, solange die aktiv sind, bekommt der extra Damage. Das heißt, wenn ich die alle abschalte jeweils, dann kann er da nicht ganz so viel machen. Aber ich habe gar keine Zeit zu lesen. Okay, im Moment kann ich mich noch ganz gut halten und bewegen und... Okay, da erwachen sie schon wieder. So, die sind jetzt wahrscheinlich für mich, damit ich notfalls meine Flaschen wieder aufladen kann. Und zumindest sind sie nicht so lästig, dass sie mich sofort platt... Oh, hör auf rumzuspringen! Okay. In der Anzahl wird es dann doch ein bisschen schwieriger. Wow. Naja, wie gesagt, das Labyrinth soll ja auch eine Herausforderung sein. Und sollte auch auf der ersten Schwierigkeitsstufe schon einen ordentlichen Anreiz haben, das zu machen. Also angemessene Anstrengung beinhalten, um die Belohnung zu bekommen. Solange der sich zumindest nicht wieder... Ah!
Okay. Das heißt, ich muss das Ganze von vorne anfangen. Also soweit jetzt erstmal für den dritten Akt, den ich jetzt dann zumindest noch habe abschließen können. Ich denke, im vierten Akt werde ich nicht mehr allzu groß spielen können. Weil wie gesagt, in ein paar Stunden ist die Essence League zumindest dann zu Ende. Das heißt, da werde ich dann erst wieder mit einem neuen Charakter einsteigen, sobald die nächste League anfängt. Und soweit dann für heute eben der Abschluss, Dominus besiegt zu haben und den Start in Akt 4. Also, soweit erstmal bis zur nächsten Folge. Dann wahrscheinlich, eventuell mache ich heute noch eine Folge und versuche nochmal das Labyrinth zu knacken, The Lord's Labyrinth. Ihr werdet es ja dann sehen. Ansonsten beginne ich nächste Woche erst dann wieder mit einer neuen Folge, wo ich dann mit einem neuen Charakter in der neuen League anfange und dort wieder von vorne beginnen mit einer neuen Serie. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!